Insgesamt legen 114 Soldatinnen und Soldaten der 2. Kompanie ihren Diensteid bzw. ihr feierliches Gelöbnis ab. Meine Damen und Herren, es erfolgt nun der Einmarsch der Ehrenformation. Sie setzt sich zusammen aus dem Heeresmusikkorps Weidhösheim unter Führung von Herrn Oberstabsherr Wibbel Sieg, Fahnenzugführer Leutnant Mett von der 5. Kompanie, der Fahnenabordnung bestehend aus einem Fahnenträger mit 2 Fahnenbegleitoffizieren sowie dem Ehrenzug des Luftwaffenausbildungsbataillons. Das Heeresmusikchor spielt zum Einmarsch den Regimentsgruß von Heinrich Steinbeck aus den 1920er Jahren. Damit ist der Einmarsch der Gelöbnisaufstellung abgeschlossen. Wir erwarten nun den Kommandeur des Luftwaffenausbildungsbataillons, Herrn Oberstleutnant Martin Hess. Er wird begleitet von Herrn Frank Leibeck, dem Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Lingenfeld. Der Durchführende meldet dem Kommandeur, dass die Gelöbnisaufstellung angetreten ist.
Anschließend schreitet er zusammen mit Herrn Leibeck die Formation ab. Hierzu spielt das Heeresmusikchor den Präsentiermarsch Friedrich Wilhelms III. Gerade auf! Fahren zu, halt, ab! Lippen ist auf Stellung, Rülle!